Mitte der Woche soll es dann wieder wärmer werden. Die nächste Heute-Sendung gegen 1.10 Uhr. Einen schönen Abend. Guten Abend und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Die Welt ist wahrlich verrückt. 40-Jährige wollen Schwimmolympiasieger werden. 40-Jährige wollen Boxweltmeister aller Klassen werden. Es gibt Frauen, die laufen über die Marathondistanz inzwischen Zeiten. Davon haben die Männer vor 20 Jahren nur geträumt. Wir haben eine von jenen hier als Gast im aktuellen Sportstudio. Am Montag lief sie 2 Stunden 27 Minuten, ein bisschen darunter. Persönliche Bestzeit aus Berlin, zu Gast bei uns Uta Pippig. Es gibt einen Mann, der könnte in einem Frankfurter Bankhochhaus im 48. Stock seinen Arbeitsplatz erreichen. Nicht mit dem Aufzug, nicht über die Treppe, nicht über die Feuerleiter, sondern schlicht, wenn er einfach eine Hausfassade hochginge. Einziges Handicap, der Mann, den ich meine und der zu Gast ist bei uns, ist kein Bankangestellter. Er ist Profi, er ist Freikletterer. Herzlich willkommen, Stefan Glowacz. So hängt er übrigens jetzt schon gut 1,5 bis 2 Minuten da oben. Wie er das macht, weiß kaum einer hier im Studio. Und außer, dass das alles Wahnsinn ist, was er da betreibt, weiß man im Moment eigentlich überhaupt nicht so recht, was zu sagen. Aber er wird uns noch eine ganze Menge mehr zeigen heute Abend. So, und jetzt kommen wir zu unserem dritten Gast. Das ist ein Mann, der eine Fußballmannschaft, so scheint es jedenfalls im Moment, fast ganz alleine zur deutschen Meisterschaft schießt. Und wenn man 25 Jahre alt ist, italienisches Blut in seinen Adern hat, dann sollte man meinen, dieser Mann ist ein viel umworbener Star. Vielleicht ist er es ja auch, fragen wir mal nach. Bruno Labbadia vom FCK. Wir wollen Sie heute noch mit der Eishockey-Weltmeisterschaft im Spiel Deutschland gegen die UdSSR erfreuen. Wir wollen Sie bekannt machen mit einem Mann, den Sie wahrscheinlich nur aus Schlagzeilen der amerikanischen Presse kennen, nämlich mit Eishockey-Superstar Wayne Gretzky. Und wir schauen natürlich schon mal rein bei Björn Borg. Hier haben wir ihn als Pappkameraden stehen, denn er wird ja am nächsten Dienstag sein großes Comeback beim Grand Prix-Turnier in Monaco feiern. Und die anderen Herren, die so um mich herum aufgebaut sind, spielen in unserer Sendung heute auch mehr oder weniger eine Rolle. Womit fangen wir an? Mit Fußball. Die Liga rauf, die Liga runter. Bayern München gegen den 1. FC Köln, das ist unsere erste Begegnung heute Abend. Und bei den Bayern ist man auf der Chefetage in der Regel ja erst dann zufrieden, wenn mindestens die deutsche Meisterschaft im Hause ist, am besten der Europapokal. Noch besser wäre es, beides zu haben. In diesen Tagen aber könnte sich entschieden haben, dass beides nicht machbar ist. Man weiß es nicht so ganz genau, aber ein Sieg gegen Köln müsste heute schon her, um die Hoffnungen nicht weiter schwinden zu lassen. Sie wissen, wie die Lage ist. Thomas Wark kommentiert. 17.10 Uhr. Jupp Heynckes stampfte einmal auf und dann die Welt der Bayern war wieder in Ordnung. Des Volkes Meinung ebenso schlicht wie klar, Bayern wird Meister. Um 17.12 Uhr forderte Heynckes Hilfe. Er bekam sie nicht, stattdessen Ernüchterung. Gleich nach dem Schock würden sie auf den Rängen Heynckes rausrufen. Es ist ganz normal, wenn man nicht gewinnt, wenn die
wenn der Erfolgsdruck so groß ist, und ich glaube, er ist nirgends größer wie in München, dass da schnell ein Trainer in die Schusslinie kommt. Ich meine, wir können es nicht umsetzen. Er, glaube ich, ist der Einzige, der sich von früh bis abends mit seinem Beruf beschäftigt, vermittelt uns seine Aufgaben und wir können es nicht umsetzen. Und wenn es nicht klappt, dann ist er derjenige, der den Kopf hinhalten muss. Jupp Heynckes sitzt hier im Stadion, dann kommt doch wieder Rufer Heynckes raus. Trifft Sie das sehr? Das habe ich zwar nicht gehört, aber wissen Sie, vereinzelte Idioten gibt es überall und die gibt es natürlich hier auch. Wie recht er doch hat. Ein Sieg am Mittwoch in Belgrad und die Bayern werden wieder die Größten sein. Dazu allerdings bräuchten sie einen Start wie heute. Nach einer Minute war Reuter gegen Greiner durch. Die Flanke traf Wohlfahrt und dann irgendwie Laudrup. Der zuletzt heftig kritisierte Däne schoss ein lange gefordertes Tor, sein achtes dieser Saison. Strunz langer Pass auf Reuter hatte eine gewisse Kölner Schläfrigkeit offenbart. Reuters Flanke aus dem Lauf heraus. Ilgners gescheiterte Abwehr gegen Laudrup. Den Verdacht eines Fehlers des Nationaltorwarts kann auch die nächste Einstellung nicht entkräften. Der Rest der ersten Hälfte, vergessen Sie's. Laudrups Schnörkeleien endeten so. Thons Aktionen gegen Bewacher Hegel ähnlich. Olaf Thon hatte mit diesem Spiel herzlich wenig zu tun. Allein das Ergebnis zur Pause konnte den Bayern gefallen. Das sollte sich ändern. Trainer Rute Möller hatte jetzt Banach, den Joker, für Sturm gebracht. Flanke Rudi, Banach, Ordenewitz. Litbarski mit den Kräften längst am Ende zu Banach. Vorteil nach diesem Foul. Rudi, dann Greiner gegen den 18-jährigen Mönch und dann gegen Effenberg. Banach. Es ging alles so schnell, dass Aumann kaum reagieren konnte. Maurice Banach in der Rückrunde nur noch zweite Wahl in Köln, mit 11 Treffern jetzt bester Toreschießer. Ich meine, okay, in der Hinrunde habe ich oft von Anfang an gespielt, auch die meisten Spiele von Anfang an. Und habe einen schlechten Start, Rückrunde gehabt, schlechte Vorbereitung. Und deshalb habe ich auch nicht gespielt. Und ich meine, jetzt wird langsam Zeit, dass ich mich von Anfang an bringe. Nach Strunz hatte Jupp Heynckes auch Schwabel eingewechselt. Auch so ein Glücksgriff. Es war ein Doppelpass mit Wohlfahrt, der Bayern 4 Minuten vor Schluss wieder in Führung gingen ließ. Erst jetzt, in den letzten 10 Minuten, war es auch ein gutes Spiel geworden. Schwabels erstes Tor und so wichtig. Das war auch die Zeit, als die Welt der Bayern wieder in Ordnung war. 2,5 Minuten noch. Litbarski, der sich selbst Durchhalteparolen vorsang, zu Ordenewitz. Grahammer nur ein biederer Mitläufer. Falco Götz, noch so ein Joker, das 2:2, Bayerns Ende. Und während die bajuwarische Depression ihren Lauf nahm, dachte Erich Rutemöller fast nur an den ersten Gegentreffer. Wir haben ein Tor kassiert, da wusste man noch gar nicht, wie viel Luft im Ball ist. Also, die Entscheidung um die deutsche Meisterschaft ist damit sicherlich noch nicht gefallen, aber die Hoffnungen der Bayern sind natürlich weiter geschwunden. Stuttgart gegen Kaiserslautern, ein Spiel, bei dem der Tabellenführer natürlich federn lassen konnte, aber nicht federn lassen musste. Interessant ist dabei Folgendes: Als vor Wochen die Bayern in Stuttgart waren, gab es einen sogenannten Top-Zuschlag. Jetzt kann man da verständnisvoll den Kopf schütteln, man kann aber auch schlicht zur Tagesordnung übergehen. Das Interessante und Pikante dabei ist, man hat gesagt, wenn schon Topzuschlag im Einfall, dann wollen wir unsere Zuschauer nicht vergraulen und dann, Wochen später, wenn die Lauterer kommen, dann gibt es ermäßigte Preise. Man wusste natürlich nicht, dass dann, wenn Kaiserslautern kommt, Lautern auch noch Tabellenführer ist. Also jetzt die Begegnung Stuttgart gegen Kaiserslautern mit ermäßigten Preisen und Thomas Herrmann als unserem Reporter. Die Verantwortlichen beider Mannschaften waren pausenlos auf Achse. Es war auch wahrlich ein bewegendes, temperamentvolles, tolles Spiel. Matthias Sammer und Fritz Walter im Gespräch. Ich habe dich nicht gehört, sonst hätte ich dich nicht gestört, Matthias, bei diesem Eckball von Karl Allgöwer. Walter mit dem Rücken zu Sammer sieht ihn nicht, behindert ihn. Nach 14 Minuten die erste dicke Chance. Die schlanken, kraftvollen Unterkörper von Bruno Labbadia und Uwe Schneider. Geringel. Gerangel, beide setzen vehement ihre Arme ein. Labbadias Becken in Gerd Müller Höhe. Der Mittelstürmer seit Wochen in Bestform bereitet hier das 1:0 vor. Und so geschah es. Der weite Einwurf
Sammer köpft raus, Goldbeck wieder rein, Hoffmann trifft den Ball nicht richtig, Labbadia gewinnt den Zweikampf und Guido Hoffmann überwindet Heike Immel. Nach 27 Minuten die Führung der Gäste. Freistoß Allgöwer, Sammer wieder mit dem Kopf, Gerald Ehrmann in Topform. Emotionen im Sekundentakt, Enttäuschung Sammer, Jubel auf der VfB-Bank, der Ausgleich. Nach Eckball von Karl Allgöwer über die gesamte Abwehr hinweg. Ein Aufsetzer Sammers an den Pfosten und den Abpraller erwischt Michael Fronzek am schnellsten 35. Minute. 60 Sekunden später. Wieder war es ein Eckball von Karl Allgöwer und wieder waren die beiden anderen Akteure Matthias Sammer und Gerald Ehrmann. 8 Minuten später. Eckball Goldbeck, der Ball im Netz, alle glaubten, Reinhard Stumpf, der lange sei der Torschütze. Dabei war es ein Eigentor von Michael Fronzek, Stumpf wollte an den Ball, Fronzek erwischte ihn. Zweite Halbzeit, der Ausgleich. Und wieder nach einem Einwurf. Walter Stadler zu Jürgen Hartmann, das 2:2. Der Rettungsversuch von Stadler direkt vor die Beine von Jürgen Hartmann, Kunz und Ehrmann und Richter lagen ihm zu Füßen. Beeindruckend das hohe Tempo von beiden Mannschaften, Sammer an Scherr vorbei und dann gab es Regelkunde vom Fußballlehrer Christoph Daum. Der VfB in der zweiten Halbzeit überlegen, Kaiserslautern hielt mit, hatte aber viel Dusel. Fritz Walter an die Latte. In der Pause musste Karl-Heinz Feldkamp zweimal wechseln, das brachte den Tabellenführer in Schwierigkeiten. Walter, Karl Allgöwer und wieder Gerald Ehrmann. Hier noch am rechten Pfosten ein 7-Meter-Sprint durch die Beine von Richter, eine klasse Reaktion. 45.000 im Neckarstadion waren begeistert, ein offener Schlagabtausch. Auch die Pfälzer spielten nicht auf Unentschieden. Sammer unsanft zu Kunz, rappelt sich dann wieder hoch und Guido Hoffmann klärt millimetergenau. Nochmals diese dicke Chance für den VfB. Sammers linker Arm an Kunz rechten. Dann die blitzschnelle Reaktion. Die Latte und das 2:2 Endergebnis. Und wer sich nach diesem Unentschieden richtig wohlfühlte, ist unschwer zu erkennen. Daums großes Ziel, ein UEFA-Cup-Platz, ist stark gefährdet. Herr-Heinz Feldkamp, ich muss gestehen, ich warte seit Wochen auf den Einbruch Ihrer Mannschaft. Jetzt glaube ich eigentlich nicht mehr daran. Ja, da warten ja schon viele drauf, aber ich finde, wir spielen doch sehr rhythmisch, sehr schön, fußballerisch gut und wir machen Tore. Wir machen nur dann in der entscheidenden Phase vielleicht immer so ein bisschen noch den Gegner wieder wach, besonders in der ersten Halbzeit. Aber im Nachhinein haben wir auch sehr viel Glück gehabt, denn wir hätten das Spiel heute leicht verlieren können. Ja. Stimmt das, Bruno? Ja, wenn man ehrlich ist, hätten wir das Spiel verlieren können. Muss dazu sagen, dass wir aber zweimal in Führung gelegen haben und durch individuelle Fehler die Tore hinnehmen mussten. Und ich sag mal so, wenn wir nach der Halbzeit das 2:1 länger gehalten hätten, hätten uns bestimmt dann Konterchancen aufgestanden. Ne? Und das ist halt dazu nicht gekommen. Und am Schluss haben wir Glück gehabt. Wir müssen zufrieden sein mit dem Punktgewinn und das war eigentlich so unser Muss. Gibt es denn eigentlich noch den Einbruch des FCK bis zum Saisonende oder gibt es denn nicht mehr? Sagen wir so, heute waren wir nah dran. Also die Mannschaft ist total ausgepumpt, das muss man also wirklich sagen. Wir spielen ja mit Leuten auf Positionen, die sie noch nie gespielt haben. Von daher ist es sensationell, dass wir eigentlich so weit oben stehen. Und wir haben jetzt eine Woche Pause und durch das Länderspiel und was da alles ansteht, das hilft uns bestimmt. Gut, und wir haben 8 Spiele und wir träumen natürlich davon. Mhm. 7 sind noch, stehen noch aus. Heute war 27. Ja, Spieltag. Richtig, 7, genau. Ja. Gut, ich habe das heute schon mitgerechnet. Der ganzen Sache schon wieder ein Stückchen näher. Bruno Labbadia, Sie werden meist kurz und prägnant beschrieben als einer, der wenig rennt und viel trifft. Sind Sie heute zu viel gerannt? Ja, das muss total falsch sein. Ja? Also ich bin eigentlich so für die Mannschaft sehr wichtig, weil ich eigentlich immer anspielbar bin, in jeder Situation. Denn ich bin sehr ballsicher und helfe also auch in Situationen,
wo ich dann vielleicht selber in die Bretouille komme. Und das zeichnet mich eigentlich aus und von daher trifft das nicht zu. Ne? Also Sie wollen sagen, Sie rennen doch viel, sonst würden Sie nicht immer in der richtigen Position stehen. Ja gut, es kommt immer darauf an. Wenn man das Selbstvertrauen hat, dann wartet man natürlich auch und lauert öfters mal. Das habe ich momentan. Und dann steht man im Fünfer und macht wie am Mittwoch das entscheidende Ding in der 83. Minute. Mhm. Dazu gehört natürlich auch das Vertrauen vom Trainer. Mhm. Gibt's das Intuition? Hat man Gerd Müller an derselben Stelle vor 20 Jahren gefragt? Na gut, Gerd Müller ist unerreichbar, ist sicherlich ein Vorbild, muss einfach ein Vorbild sein, aber wie gesagt, unerreichbar. Kennen Sie ihn überhaupt noch? Sie sind 25. Ja, natürlich. Also ich habe ihn 74 bewundert. Das war eigentlich so meine erste WM, die ich so richtig mitbekommen habe. Mhm. Und na gut, aus Ausschnitten über ihn gibt es Kassetten und die guckt man sich gerne mal an. Ja, und warum will der FCK sie jetzt verkaufen? Kein Mensch begreift es. Ja gut, dann müsste man normalerweise jetzt lang ausholen, dann würden wir morgen. Holen Sie mal kurz aus, versuchen Sie mal mit dem kurzen Ausholen. Ja gut, es fing eigentlich damit an, dass ich einen Virusinfekt hatte, 4 Monate. Und das war direkt nach dem Pokalsieg, das war natürlich sehr bitter. Gut, dann lief es eigentlich relativ schnell, ich bin eingesprungen, habe nur 3 Wochen Vorbereitung gehabt und habe dann sensationell eigentlich spielen können, habe gleich ein 90-Minuten Spiel gemacht, gleich ein Tor vorbereitet, also es lief eigentlich optimal. Habe meinem 4. Spiel 2 Tore gemacht und dann ging es ins Trainingslager und dann hieß es plötzlich, hör zu, Vitecek kommt, Labbadia, du musst gehen. Habe ich gesagt, kein Problem. Das hat sich dann plötzlich geändert, weil sie gemerkt haben, Vitecek ist schwer zu bekommen. Also haben sie gesagt, gut, Labbadia bleibt wieder. Na, da habe ich mir das natürlich auch überlegen müssen und das ging dann hin und her. Jetzt ist es soweit, dass es immer wieder heißt, ich hätte ein sehr gutes Angebot. Heute sind Zahlen veröffentlicht worden. Welche? Ja, Grundgehälter von so und so viel. Man sollte, also ich muss dazu sagen, normalerweise. Ja, wenn sie veröffentlicht worden sind, können sie doch ruhig sagen. Ich würde Grundgehälter von 280.000 Mark haben und auf 400.000 oder 500.000 Mark kommen. Also das ist totaler Humbug. Und dazu, das Ganze geht natürlich davon aus, dass das Publikum in Kaiserslautern momentan rast. Sie wollen mittlerweile Dauerkarten zurückgeben. Sie wollen einen Aktienfonds für mich gründen, damit ich bleiben kann. Nur die Tatsache ist mal so, dass der Verein schon 4 Millionen ausgegeben hat und eigentlich mal ehrlich sein müsste gegenüber der Öffentlichkeit und zugeben müsste, dass sie mich einfach verkaufen müssen. Es geht halt nicht, die haben 4 Millionen ausgegeben und da muss ja was dagegen stehen. Und mittlerweile melden sich halt wirklich einige Vereine. Dortmund, Uerdingen? Das ist konkret. Und seit dieser Woche gibt es noch einen dritten, habe ich mir sagen lassen. Stimmt das? Es gibt einen dritten, einen vierten, aber ich muss dazu sagen, mit denen habe ich noch nicht verhandelt und von daher, ich bin keiner, der spekuliert und lassen wir es erstmal bei den beiden. Sind die Kölner auch dabei? Nein, die sind nicht dabei. Na ja, man kann ja mal nachfragen. Ja. Gut, ich glaube, für mich persönlich war es halt so gewesen, dass ich da einen Vertrauensbruch in der ganzen Sache sah, denn ich meine, wenn man 4 Monate weg ist vom Fenster, man bekommt von der Versicherung schon Invaliditätsschreiben geschickt. Da geht natürlich viel durch den Kopf, ja. Und wer veranlasst denn sowas? Ja gut, es ist so, dass... So ein Antragsformular für Invalidität oder so? Es war ein bisschen unglücklich gelaufen, aber eine Versicherung muss, sowas schicken, wenn jemand länger krank ist, damit, wenn später mal Fälle sind, das nachzuprüfen ist. Gut, aber der Verein hat es einfach weitergeleitet, ohne eigentlich das Denken zu haben, na, wenn ein Spieler das bekommt, das ist schon ziemlich hart. Ne? Sie sehen gerade nicht gesund aus. Ja gut, jetzt mittlerweile, da kann ich froh sein, weil ich einen Heilpraktiker hier in Mainz gefunden habe, durch meine Frau, die hinter meinem Rücken angerufen hat, weil ich ehrlich gesagt zu dem Zeitpunkt nicht so viel Vertrauen dahin gehabt habe. Und der hat mich innerhalb von einem Monat wieder so auf die Beine gebracht, dass ich, wie gesagt, nach 3 Wochen, das ist eigentlich sensationell, kann man sagen, ein 90-Minuten-Spiel gemacht habe. Und von daher bin ich glücklich. Nur hat der Verein mir in dem Moment nicht unbedingt geholfen. Und da ruft ein Fritz Walder aus Italien an und sagt, wo ich hingehen soll. Also das ist riesig von dem Mann, ja. Aber ein Verein schafft es nicht, irgendwo einen Arzt für mich zu finden oder das Nötige, was ich brauche. Ja? Das war schon traurig. Und von daher, weil ich das alles so schnell geschafft habe, das Ganze, sehe ich das halt als Vertrauensbruch an. Und vor allen Dingen habe ich halt wirklich jetzt wirklich gute Leistung gebracht. Aber nicht nur jetzt, sondern auch in der Vergangenheit. War maßgeblich beteiligt an dem Pokalsieg, habe da 2 Tore gemacht und habe auch im Abstiegskampf bestimmt einige Tore, die sehr, sehr wichtig waren, gemacht. Und dann stellt sich, muss ich sagen, es ist schon ein bisschen lachhaft, aber ein Vizepräsident hin und sagt, du musst dich erstmal beweisen. Ne? Dann sitzt man daheim und überlegt wirklich, was das soll. Und von daher war der Entschluss eigentlich schon lange da,
dass ich den Verein wechseln muss. Obwohl es für mich persönlich schon schlimm ist, denn die Zuschauer sind fantastisch und das Stadion ist. Und die passen doch auch hier in die Landschaft. Sie kommen aus dieser Region, im Großen und Ganzen betrachtet. Das ist richtig. Ich kann mir vorstellen, man fühlt sich ja doch irgendwie auf heimischer Scholle ein bisschen wohler als andernorts. Aber eines würde mich schon interessieren. Jetzt haben Sie, ich glaube, 8 Tore insgesamt in dieser Saison geschossen. Das klingt auf Anhieb an sich für einen Torjäger relativ wenig. Aber man muss ja berücksichtigen, dass Sie bis Dezember praktisch überhaupt nicht gespielt haben. Richtig. Dann haben Sie in der Vorrunde, also bis zur Winterpause, um es genau zu sagen, 4 Spiele gemacht. 2 Tore geschossen. Und dann haben Sie in 8 Spielen, wenn ich es richtig im Kopf habe, 7 Spiele jetzt. Oder 7 Spielen haben Sie 6 Tore gemacht. Richtig. Und das ist natürlich ein dicker Hammer gewesen. Seitdem gibt es die dicken Schlagzeilen. Jetzt gibt es natürlich die Kritiker, die sagen, der ist gar nicht so gut. Die Lauterer wissen schon, warum sie den gehen lassen. Der hat halt momentan seinen Lauf, wie die Fußballexperten so manchmal sagen. Und andere sagen, das ist so einer, jetzt erwähne ich den Namen nochmal, ob es ihm gefällt oder nicht, der wie Gerd Müller einfach den Instinkt hat, zum entscheidenden Zeitpunkt richtig zu stehen. Erklären Sie uns, dem staunenden Publikum, doch mal, wie es denn kommt, dass der Bruno Labbadia jetzt mit 25 Lenzen auf einmal zur absoluten Topform seines Lebens aufläuft. Ja, das würde ich nicht sagen. Jetzt schauen Sie sich mal die Zeit in Hamburg an. Ich bin aus der 2. Liga aus Darmstadt gekommen, habe in der Saison sofort den Sprung geschafft. Hab die meisten Tore in dem Jahr gemacht, 11 Stück. Stimmt, hab den Sprung in die U21 geschafft, hab da 6 Länderspiele gemacht und 5 Tore. Und warum gab es dann nochmal so einen Knick? Ja gut. Trainersache? Ja, man sollte nicht immer alles auf den Trainer schieben. Sicherlich war das da eine wichtige Rolle. In der Zeit sind viele Leute geflogen, es war totales Durcheinander. Aber sag mal, das, was ich jetzt gelernt habe, ich habe zu dem Zeitpunkt zu früh aufgegeben. Mit 21 Jahren ist es sehr schwer. Mittlerweile, und da bin ich eigentlich so ziemlich stolz, dass ich mit der Krankheit das geschafft habe und vor allen Dingen halt auch ohne Rückendeckung in den letzten Monaten gearbeitet habe. Und das beweist mir, dass ich eigentlich doch ziemlich gereift bin, persönlich auch, ja, auf dem Feld wie auch außerhalb. Und ich mir eigentlich auch nicht irgendwas vorschreiben lasse, sondern das so mache, wie ich es für richtig halte. Wenn es falsch ist, dann habe ich die Fehler selbst gemacht. Gut, wäre es denn nicht vielleicht richtig, dass ein Mann wie Sie, der ja mit 25 als Fußballprofi durchaus als jung noch zu bezeichnen ist, dass der sich nicht sagt, wisst ihr was, ihr Lauterer, da ist ein Einjahresvertrag, lass uns nochmal über das Geld reden. Vielleicht bin ich in einem Jahr so gut, dass ich ohnehin absolut dominant bin bei den Vertragsverhandlungen. Oder ich lasse mir jetzt in meinen Vertrag Klauseln hineinschreiben, sodass ich absolut freie Hand habe auf dem Markt. Kann mich umschauen, wo immer ich will, selbst bis nach Italien. Labbadia ist ein wunderschöner italienischer Name. Ihre Eltern sind Italiener. Also da können auch Kontakte entstehen. Warum stehen Sie jetzt unbedingt auf diesem 2-Jahres-Vertrag? Ja, mindestens. Soll ich noch dominanter werden auf dem Platz? Ich meine, ich mache momentan Tore, wir können Meister machen. Was will der Verein mehr? Also mehr können wir nicht erreichen. Ich meine das jetzt so, dass das Risiko des Einjahresvertrags... Das Risiko, das ist für mich kein Risiko, sondern es ist ganz einfach eine Vertrauenssache. Ich meine, vorgestern wurde einer verlängert, der wurde auf 4 Jahre verlängert. Das ist, ich meine, es war richtig, Miroslav Katlec hätte ich sofort verlängert. Nur das sind die Beispiele dagegen. Oder ein Vidicek gibt mir 3 Jahre. Ich bin in einem Alter, wo man normalerweise sofort sagt, 3 Jahre. Oder so. Aber das wollte ich ja gar nicht. Ich wollte einen ganz normalen 2-Jahres-Vertrag. Und da hätte der Verein mich vor 3 Monaten ganz, ganz billig haben können. Momentan sieht es natürlich so aus, dass die Nachfragen da sind. Sagen wir so, es sind auch ausländische Clubs, die mich beobachten oder die mich in den letzten paar Spielen beobachtet haben. Wobei ich dazu sagen muss... Das ist ja nicht schlecht. Jetzt haben wir schon Uerdingen, jetzt haben wir Dortmund, 2 weitere aus der Bundesliga. Ja, man muss doch mal aufzählen dürfen, ja, oder? Gut. 2 aus der Bundesliga sind 4, ausländische Clubs sind mindestens 2, um mal im Plural zu bleiben, sind 6 insgesamt. Sie telefonieren wahrscheinlich nur noch momentan. Ne? Ja, so ist es. Haben Sie einen Manager? Ja gut, ich habe einen Freund, der mich da unterstützt, das ist der Jürgen Milewski. Oh. Der macht das schon seit ein paar Jahren für mich und da fahre ich eigentlich ganz gut. Und der kennt ja auch die Wege, die man zu gehen hat. Ja, ne? Es ist schon sehr wichtig, dass man so jemanden hat. Ja, Bruno Labbadia, wir sehen uns wieder in der nächsten Saison. Egal wie, als Torjäger, allemal, in welchem Trikot? Ist schwer zu sagen, aber sicherlich normalerweise in der Bundesliga, weil ich dazu sagen muss, das wollte ich eigentlich erwähnen, dass die Bundesliga für mich absolut attraktiv ist und für mich also mit Italien zu vergleichen ist. Und von daher reizt mich das total und auch die neue Aufgabe. Ich möchte mich natürlich auch als Meister verabschieden in Kaiserslautern, denn als Pokalsieger und Meister zu verabschieden, ich glaube, dann kann ich immer wieder nach Kaiserslautern zurückkommen. Campione, ne? Italienisch, oder? Richtig, ja. Sprechen Sie noch Italienisch? Ja, so ein bisschen. Bisschen.
Aber der hessische Akzent ist ja unerkennbar, gell? Gut, herzlichen Dank, Bruno Labbadia. Wir sehen uns an der Torwand noch mal ganz kurz. Und danke. Ich hätte ja jetzt schon sagen können, weil ich selber Hesse bin, ob Sie ein sturer Hesse sind. Können Sie aber gar nicht sein. Ihre Eltern sind Italiener. Können Sie gar kein sturer Hesse sein. Haben das aber schon angewöhnt. Ja, scheinbar, ja. Okay, wir machen weiter mit der Begegnung Nürnberg gegen Mönchengladbach. Die Nürnberger letzten Spieltag 0:0 in Bremen. Das war für die Nürnberger natürlich ein Erfolg. Natürlich mit einem Fußball, der alles andere als attraktiv war. Ari Hahn sagte deswegen, Versöhnung an unsere eigenen Zuschauer. Diesmal werden wir auf Angriff spielen. Mal sehen, was bei rausgekommen ist. Hermann Oletz berichtet. Oh je, wenn nicht diese sogenannten Standardsituationen wären, um beide Mannschaften wäre es, zumindest heute, schlecht bestellt. Das 1:0 für die Nürnberger durch Thomas Brunner. Dorfner gab die Ecke rein. Ein Zufallstreffer in einer Standardsituation. Ein Spiel zum Wegschauen, viele Fouls. Fünfmal zückte Schiedsrichter Hans-Joachim Osmers die gelbe Karte. Wenn ausnahmsweise ein Spielzug im Ansatz stimmte, dann geriet der Abschluss regelmäßig daneben. Dies galt für beide Mannschaften. Eck- und Freistöße, die Höhepunkte in einer niveauarmen Begegnung, kaum Torszenen. Die Kritik von Mönchengladbachs Trainer Gerd von Bruch traf auch auf die Nürnberger zu. Zum Spiel muss ich sagen, dass wir in der ersten Halbzeit wirklich eine indiskutable Leistung gebracht haben und zu Recht auch im Rückstand waren. Eckball für Nürnberg nach dem Wechsel. Nur solche Situationen sorgten für Gefahr vor dem Tor. Hüben wie drüben. Eckstein. Und zweimal Uwe Kamps. Seltener musste schon ein dicker Fehler herhalten, wie hier von Marco Kurz, damit wenigstens etwas Spielfluss aufkam. Der Rest. Ari Hahn und Willi Entenmann. Martin! Mit Martin war Wagner gemeint. Der wollte sich kurz zuvor auswechseln lassen und gab dann die Flanke zum Nürnberger 2:0. Kamps kann den Ball keine entscheidende Richtungsänderung geben, Eckstein schon. Ein herausgespieltes Tor. Standardsituation für Mönchengladbach, Freistoß. Kriens lässt sich durch Brunner nicht halten. Der Anschlusstreffer. Und dann ist es erneut Kriens, der unermüdlich rackerte. Ein sichtlich und hörbar enttäuschter Nürnberger Sportchef. Wir wissen ja, dass wenn Werder Bremen 20 Ecken schießt gegen uns und kein Tor macht, ist natürlich schon ärgerlich, dass man in 7 Minuten für Schluss 2 Ecken oder 2 Tore kassiert. Und das ist doch dann im Vergleich mit Bremen ein bisschen unverständlich. Zum besseren Verständnis nochmal Kriens zweites Tor. Ein Kopfball mit viel Anlauf, fast unbehindert. Ähnliches hat er auch in der Abwehr geleistet. Sie waren vorne, Sie waren hinten. Ich hatte das Gefühl, am liebsten wären Sie auch noch ins Tor gegangen. Ach, also das hört zu meinem Spiel. Ich bin bei Standardsituationen immer hinten. Also das schon seit Jahren. Jetzt habe ich mit der Kapitänsbinde ein bisschen mehr Verantwortung. Also ich versuche mehr ins Spiel einzugreifen. Als Sturmspitze hat man nicht immer die Möglichkeit dazu. Und das klappt momentan sehr gut. Nach diesem Spiel 22 Kapitäne müsste es geben. Wir machen weiter mit der Begegnung Dortmund gegen Frankfurt. Und da wollte man natürlich in erster Linie auf 2 Fragen eine Antwort haben. Einmal: Wie würde das Publikum reagieren auf die Ankündigung von Horst Köppel, zum Saisonende seinen Trainerstuhl zu räumen? Und zum anderen, wie würde das Publikum reagieren auf Andi Möller, den Ex-Frankfurter, Ex-Dortmunder und wieder Frankfurter, der nach seinem Weggang von Dortmund zum ersten Mal wieder im Westfalenstadion aufgelaufen ist? Heinz Reutenbach gibt in seinem Spielbericht Dortmund gegen Frankfurt auch darauf eine Antwort. Für ihn war der Empfang überaus freundlich. Sein Verhalten erntete Respekt. In der Südkurve sangen sie: Köppel, wir danken dir. Dann Smalltalk mit jenem Jüngling, mit dem offenbar auch das Glück Dortmund verließ, den der BVB gern zurückgeholt hätte. Für ihn der Empfang unfreundlich. Andreas Möller wurde beschimpft, bei fast jedem Ballkontakt ausgepfiffen.
Der Nationalspieler hatte vor 35.000 Zuschauern den schnellen Robert Nikolić gegen sich und spielte so zaghaft, dass Trainer Stepanović drauf und dran war, ihn auszuwechseln. Doch was heißt das schon? Als Möller per Elfmeter den Schlusspunkt setzte, hatte Frankfurt 3:0 gewonnen. Was stört ihn da die Südkurve? Erfolg zählt. Vorausgegangen war ein Foul des Dortmunder Amateurs Grauer an Turowski. Der Pfiff okay, grundsätzlich glaubt Horst Köppel inzwischen an böse Mächte. Also irgendwo ist fast ein Fluch im Moment über unserem Stadion. Fluch oder nicht, Köppel musste eine halbe Mannschaft ersetzen. Aufs Borussentor kamen 3 Schüsse, allesamt Treffer, die das 0:1 durch Studer, der Golukovic ausgespielt hatte. Die Zeitlupe zeigt, Torwart De Beer berührt zwar den Ball, doch er hält ihn halt nicht. Helmers Verzweiflung, Dortmunder Symbolik. Das 0:2, Lasser hat den Ball, vorbei an Schulz, ganz einfach. Auch hier Symbolik, De Beer glücklos, es fehlte nur noch, dass er sich selbst verletzt hätte. Wir haben hier mit sehr viel Glück gewonnen, glaube ich. Die Dortmunder waren das ganze Spiel über Feld überlegen. Haben eine Torschance nach der anderen gehabt, haben sie nicht verwehrt. Ich glaube, das ist das Manko der letzten Wochen überhaupt bei der Borussia. Und wie gesagt, wenn man natürlich keine Tore macht, Horst Köppel hat es auch gesagt, kann man keine Spiele gewinnen. So ist es und so wird es wohl bleiben. Beispiel 1, Paulsen, Mill, Karl, ein Königreich für einen Torjäger. Beispiel 2, Breitzke, Mill, siehe oben. Was nützen da Anstand und Kampfgeist? Beispiel 3 zeigt gleich Helmer und natürlich tauchte später die Frage auf, ob der Trainer seinen Job womöglich sofort aufgibt. Köppels Antwort kam auch im Namen des Vorstands. Ich habe gestern die Entscheidung getroffen. Wir haben 2 Tage miteinander gesprochen, Präsidium und ich, und sind zu der Entscheidung gekommen, das so zu machen und so zu tun. Und wir haben auch schon darüber nachgedacht, dass es gegen Frankfurt vielleicht wieder eine Niederlage geben könnte. Wir haben gesagt, selbst wenn es dann eine Niederlage gibt, werde ich meine Entscheidung nicht ändern. Ich kann nicht gestern sagen, ich bleibe bis zum 30.06. nach einer Niederlage, heute sagen, jetzt höre ich auf. Ich höre nicht auf, ich bleibe bis zum 30.06. Bei uns geht es auch weiter. Und auch wenn Sie mich inzwischen für den Ersatztorhüter der ZDF-Betriebsmannschaft halten könnten, es geht nur darum, die Nähe des Moderators zur Sache zu dokumentieren. Und wir machen jetzt weiter mit unserer Bundesliga-Zusammenfassung. Diesmal besorgen das Harald Clausen und Christoph Hamm. Verschmitzt hält der Rote Teufel von Betzenberg im Gipfelsturm den Vorsprung. Die Meisterschale scheint greifbar. Mit Blick auf das Restprogramm könnte sich der Bremer Pico am Ende als der schnellere Kletterer erweisen. Für den Bayern sind 4 Punkte Rückstand eine teuflische Last im steilsten letzten Stück. Auch der HSV kratzt am Gipfelkreuz. Honorig die Trennungsabsichten in Dortmund gestern. Wir haben immer gesagt, da muss sich jeder in Frage stellen und ich mich auch. Und ich habe einfach das Gefühl, dass ich vielleicht dann zu Beginn der neuen Saison irgendwo im Wege stehe. Und das möchte ich nicht. Und aus dem Grund habe ich gesagt, ich möchte mich hier ehrenvoll verabschieden. Das heißt, ich möchte die Saison noch gut zu Ende bringen. Dabei soll es bleiben, trotz 0:3 heute. Die Dortmunder sind nun wohl auch in den immer stärker werdenden Abstiegsstrudel geraten, von dem 9 Vereine bedroht sind. In Leverkusen geriet Bochum tiefer in den Strudel. Marek Leschniak erzielte das 1:0 für die Gastgeber nach 10 Spielminuten. Polnischer Jubel nach seinem 5. Tor in dieser Saison. In der 34. Spielminute nutzte Heinemann per Foulelfmeter die Chance zum Ausgleich. 1:1, das Ergebnis nach 45 Spielminuten. Nur 31 Sekunden waren im zweiten Abschnitt gespielt, als sich Kirsten gegen 2 Bochumer behauptete, das 2:1. Nach einem Freistoß traf Franco Foda in der 68. Spielminute aus gut 20 Metern zum 3:1. Spieler und Trainer jubelten noch, da gelang Stefan Kohn im Gegenzug der Anschlusstreffer zum 2:3. In der 79. Spielminute erhielt auch Leverkusen einen Strafstoß. Christian Schreier verwandelte zum 4:2 Endstand. Auch der FC St. Pauli gerät immer tiefer in den Abstiegssog. Gegen Düsseldorf verlor man zu Hause mit 2:3.
Kai brachte die Gäste in der 20. Minute in Führung. Nach der Pause geriet die Mannschaft von Trainer Horst Wohlers sogar mit 0:2 in Rückstand. Der Torschütze war Anthony Buffo. Nach einer Ecke gelang Ottens der Anschlusstreffer vor knapp...